Leute. Wo glauben Sie, wissen Sie was? Wir haben jetzt eine richtige Sportskanone bei uns im Haus, ne? Ja, und zwar den Anton Siebmann. Den kennen Sie, glaube ich, noch gar nicht. Ja, den hatte ich in meinen Geschichten bislang noch nicht erwähnt. Ja, aber irgendwann ist jeder mal dran, ne? Vorausgesetzt, er erlebt was, was er sich auch ja, so zurechtgebaut hat, wo man sagen kann, das lohnt es sich auch zu erzählen, ne? Ja, und das ist beim Anton der Fall, weil der trainiert nämlich jetzt für Langstrecke. Ja, hör mal, aber ganz lang, ne? Das längste, was es gibt, Marathon. Ja, hör mal, da waren wir alle platt, weil wir hatten den Anton eigentlich immer eher auf der Kurzstrecke gesehen, ne? Also einmal Bude und zurück, ne? Ja, für Zaretten und Bier, ne? Also der Anton war mehr so ein Breitensportler, ne? Aber hör mal, einen richtig breiten, ne? Also, aber der hat bestimmt 150 Kilo auf seine Waage gebracht. Ja, der war mehr so ein, ich sag mal, so ein klassischen Zummo-Ringer. Ne, jetzt nur ohne Zummo, ne? Ja, und irgendwann hat den sein Arzt Alarm geschlagen und gesagt, Herr Siebmann, Sie müssen sich entscheiden. Tot oder lebendig? Und für lebendig gebe ich Sie den Tipp, machen Sie Sport. Wenn Sie sich für tot entscheiden, können Sie ganz ruhig angehen lassen, ne? Augen zu und warten, bis irgendwann die Lichter ausgehen, ne? Ja, und dann hat der Anton sich, trotz der Verlockung, es ruhig angehen zu lassen, für Leben entschieden. Ja, und jetzt macht er schon seit einiger Zeit Sport. Hör mal, und immer intensiver. Ja, wenn man da einmal mit anfängt, kann das ja schnell zum Suchtverhalten werden, ne? Der Anton heißt bei uns im Haus nur noch der Marathoni. Aber ich weiß so, am Anfang, als ich das noch gar nicht wusste, da kam der dicke Anton öfters ganz verschwitzt die Treppe rauf. Und ich sagte zu ihm noch scherzeshalber, Anton, wolltest du bei Olympia mitmachen? Die Ringe hast du ja schon, ne? Zwei unter der Augen und drei an der Plauze, ne? Ja, aber hör mal, den sollten Sie jetzt mal sehen. Hör mal, der hat ordentlich abgenommen. Ich meine, fünf Ringe sind dann immer noch, ne? Nur hat er jetzt vier unter der Augen und einen dafür am Bauch, ne? Ja, ich meine, das schlaucht ja auch. Und neulich habe ich ihn mal gefragt. Ich sage, Anton, komm, erzähl. Bei was für einem Kilometerstand bist du denn? Da sagte er, er wäre vor kurzem schon mal einen Halbmarathon gelaufen. Ich sag, ach so, nur hin und ja, und zurück mit Bus und Bahn, ne? Ich sag, ja nur, das ist ja schon mal eine reife Leistung, ne? Ich sag, Anton, so weit kommt manch einer nicht mit seinem Moped, ne? Ja, da meinte er aber schon so ein bisschen verzweifelt, er hätte sich doch vorgenommen, beim Weihnachtsmarathon dabei zu sein, ne? Und er hätte im Moment Zweifel, ob er bis dahin fit genug wäre für die Strecke. Ich sag, Anton, ich würde mich von den ganzen Marathonisten nicht bekloppt machen lassen. Wenn man mal ehrlich ist, ne, ist das doch nur reine Geschäftemacherei. Die wollen einen doch nur Schuhe, Pulsuhren, Funktionsunterwäsche, ne, Latex und, ne, das weiß, glaube ich, ein anderes Genre, ne. Und Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel andrehen, ne. Und jeder Hinkping, der in der Lage ist, ein paar Turnschuhe zuzumachen, meldet sich da an bei den Scheiß. Die Hälfte landet da sowieso im Unterholz oder im Krankenwagen. Ja, und da ist er wohl in Grübeln gekommen und lässt es seitdem ein bisschen lockerer angehen. Ja, neulich habe ich ihn bei uns, beim Griechen auch wieder, ne, im Orakelgrill getroffen, ne. Ja, da war gerade dabei, einen Marathonteller zu verputzen, weißt du? Ja, Pommes mit 42 verschiedenen Fleischsorten. Ja, da ist aber auch. Also, glocken runter. Wo glauben Sie, wissen Sie was? Wir haben jetzt eine richtige Sportskanone bei uns im Haus, ne? Ja, und zwar den Anton Siebmann. Den kennen Sie, glaube ich, noch gar nicht. Ja, den hatte ich in meinen Geschichten bislang noch nicht erwähnt. Ja, aber irgendwann ist jeder mal dran, ne? Vorausgesetzt, er erlebt was, was er sich auch ja, so zurechtgebaut hat, wo man sagen kann, das lohnt es sich auch zu erzählen. Ne? Ja, und das ist beim Anton der Fall, weil der trainiert nämlich jetzt für Langstrecke. Ja, hör mal, aber ganz lang. Ne? Das längste, was es gibt, Marathon. Ja, hör mal, da waren wir alle platt, weil wir hatten den Anton eigentlich immer eher auf der Kurzstrecke gesehen. Ne? Also einmal Bude und zurück. Ne? Ja, für Zaretten und Bier, ne? Also der Anton war mehr so ein Breitensportler, ne? Aber
Aber wenn man richtig breiten, ne? Also, aber der hat bestimmt 150 Kilo auf seine Waage gebracht. Ja, der war mehr so ein, ich sag mal, so ein klassischen Zummo-Ringer. Ne, jetzt nur ohne Zummo, ne? Ja, und irgendwann hat den sein Arzt Alarm geschlagen und gesagt, Herr Siedmann, Sie müssen sich entscheiden. Tot oder lebendig? Und für lebendig gebe ich Sie den Tipp, machen Sie Sport. Wenn Sie sich für tot entscheiden, können Sie es ganz ruhig angehen lassen, ne? Augen zu und warten, bis irgendwann die Lichter ausgehen, ne? Ja, und dann hat der Anton sich, trotz der Verlockung, es ruhig angehen zu lassen, für Leben entschieden. Ja, und jetzt macht er schon seit einiger Zeit Sport. Hör mal, und immer intensiver. Ja, wenn man da einmal mit anfängt, kann das ja schnell zum Suchtverhalten werden, ne? Der Anton heißt bei uns im Haus nur noch der Marathoni. Aber ich weiß noch, am Anfang, als ich das noch gar nicht wusste, da kam der dicke Anton öfters ganz verschwitzt die Treppe rauf. Und ich sagte zu ihm noch scherzeshalber, Anton, wolltest du bei Olympia mitmachen? Die Ringe hast du ja schon, ne? Zwei unter der Augen und drei an der Plauze, ne? Ja, aber hör mal, den sollten Sie jetzt mal sehen. Hör mal, der hat ordentlich abgenommen. Ich meine, fünf Ringe sind das immer noch, ne? Nur hat er jetzt vier unter der Augen und einen dafür am Bauch, ne? Ja, ich meine, das schlaucht ja auch. Und neulich habe ich ihn mal gefragt. Ich sage, Anton, komm, erzähl. Bei was für einen Kilometerstand bist du denn? Da sagte er, er wäre vor kurzem schon mal einen Halbmarathon gelaufen. Ich sag, ach so, nur hin? Und ja, und zurück mit Bus und Bahn, ne? Ich sag, ja, nur, das ist ja schon...